Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, wir als Linke werden dem Ruf des Kreuzgangers folgen und den Änderungsantrag der SPD annehmen. Es ist wichtig, wir sind auch für Innenentwicklung, für Außenentwicklung. Wir werden dabei den nächsten Punkt zum Jugendschutz, werden wir genau die Möglichkeit haben, das auch verbindlich festzuschreiben. Ich weiß, wir werden es nicht tun, sondern erstmal auf die Prüfung verschieben. Aber es geht ja auch genau darum, für die Innenentwicklung und die Nachverdichtung zu begeistern. Also und ich finde, gerade wenn man sich diesen Bebauungsplan der Wilhelmstraße ansieht, muss man schon auch bewusst haben, was die Geschichte dahinter ist. Es ist nicht so einfach, Gebäude abzureißen, wurde gerade gesagt. Es ist ja genau der Fall, dass in diesem Gebiet 2021 die Stadt- und Baugenehmigung zu Unrecht erteilt hatte und sie erst dann zurückgenommen hat, als vom Finanzierungspräsidium die Nachricht kam, nee, so wie im Moment der Bebauungsplan aussieht, können Sie nicht einfach eine Abschlussgenehmigung und eine Baugenehmigung erteilen. Und letztendlich ist dieser Bebauungsplan, macht genau die Voraussetzungen dafür. Der schafft die baurechtlichen Grundlagen, die im bisherigen Status die Häuser ja auch geschützt haben. Solange dort die Mieter noch wohnen, weil es gibt da ja Bewohner, also es ist ja quasi im Innenhof auch eine Bewohnung, da wohnt ja auch jemand. Solange wir dort wohnen, steht es noch, aber falls es irgendwie nicht mehr so sein sollte, dann wäre ja dann eine Bebauung möglich. Und es ist halt eben auch so, und nach meiner Kenntnis gibt es ja den Investor, der immer noch Interesse hat, der halt in den letzten Jahren dann aufgefallen ist oder immer im Zusammenhang mit Entmietungen, mit nicht immer, aber in diesem konkreten Fall, wo es die Kritik an Entmietungsversuchen gab, an Drohungen, an illegalen Baumfällungen, das hatten wir ja alles im Ausschuss. Es ist ein paar Jahre her, aber es ist eben ein konkreter Anlass, der jetzt aus unserer Sicht zu diesem Besorgungsplan hier auch führt, um genau die Voraussetzungen zu schaffen. Und wenn Sie sagen, die Bedenken kann man ja ausräumen, ja, Sie können mit dem Änderungsantrag zumindest ausräumen, wie denn eine Bebauung, wenn sie denn stattfindet, genau aussehen sollte. Um mehr geht es ja gar nicht. Also meine Bedenken werden ja größer, wenn Sie selbstverständlich regeln sollten. Denn letztendlich zählt nicht, was man irgendwann als Absicht erklärt hat, sondern was in den textlichen Festsetzungen steht, welche Planzeichnungen festgelegt worden sind. Und es ist eben nicht genau diese Vorzugsvariante, wo alle Bedenken aufgefolgt sind, sondern es ist eben ein bisschen ein anderes Baufeld. Von daher würde ich, um für die Zukunft, Innenverdichtung, vor Außenentwicklung wirklich stark zu machen, um den Leuten zu sagen, hier, wenn wir bei euch im Innenhof bauen, das ist ja ein sehr interessiertes Gebiet, dann schneiden wir euch nicht irgendwas hin. Und ja, es ist ein kleineres Baufenster, als wahrscheinlich der Investor ursprünglich vorgehabt hätte, keine Frage. Aber dann nehmen wir diese Bedenken eben auch ernst, dann regeln wir das verbindlich. Dafür macht man Bebauungspläne. Deswegen stimmen wir dem Änderungsantrag zu und wenn der nicht durchkommt, dann werden wir dem endgültigen Bebauungsplan.